Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Freunde, das ist ein gigantischer Anblick hier. Das ist überwältigend. Das zeigt die Stärke der EVP in dieser Saal, diese Kulisse hier. Meine Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich im Namen der Mitglieder meiner Fraktion. Viele von Ihnen sind heute anwesend. Nach wie vor ist die EVP-Fraktion mit etwa 130 Mitgliedern die stärkste Gruppe im Ausschuss der Regionen, das heißt in der politischen Versammlung der Regionen und Städte der Europäischen Union. Diese große Zahl zeigt, dort, wo die Politik dem Bürger am nächsten ist, auf der kommunalen, auf der regionalen Ebene, dort ist unsere Partei, die EVP, in vielen Mitgliedstaaten besonders glaubwürdig. Gerade haben wir es in Polen wieder in vielen Teilen des Landes gesehen. Mit großer Freude sage ich, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen meiner Fraktion und der EVP unter Joseph Doll war niemals so gut wie heute. An der EVP-Wahlkampfkampagne beteiligt legen wir uns in enger Abstimmung mit Dara Murphy durch unsere Graswurzelinitiative. Das sind EVP-geführte Bürgerdialoge unter dem Titel Europa beginnt in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deiner Region. Unsere Mitglieder, alle diese Mitglieder haben lokale und regionale Wahlmandate. Unsere Mitglieder erreichen in diesen Veranstaltungen Zehntausende von Bürgern. Wir bringen europäische Politik und Bürger zusammen. Wir sprechen mit den Bürgern über die Bedeutung dieser Politik in ihrem Alltag. EU-weit werden in etwa 100.000 lokalen und in etwa 300 regionalen Gebietskörperschaften 70% des gesamten EU-Rechts umgesetzt. Multilevel Governance, Subsidiarität sind hier keine Theorien, sondern alltägliche praktische Politik. Und überall sind Frauen und Männer der EVP daran beteiligt. Wir brauchen dafür allerdings immer rechtzeitige europäische Entscheidungen. Deshalb bitte ich Sie, die Delegierten, mit großer Leidenschaft um Zustimmung zur Dringlichkeitsresolution für eine Verabschiedung des nächsten Finanzrahmens noch vor den Wahlen zum Europaparlament. Wir, meine Kollegen und ich, wir freuen uns an einer Wahl heute Morgen zwischen zwei hervorragenden Kandidaten teilnehmen zu können, die beide 100%ig für unsere Werte, für Multilevel Governance und für die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Politikern einstehen. Das haben uns beide heute Morgen in einer Veranstaltung noch einmal bekräftigt. Liebe Freunde, lasst uns auf allen Ebenen, der europäischen, der nationalen, der lokalen, regionalen, auf allen Ebenen, mit allem Engagement gemeinsam darauf hinarbeiten, dass wir auch künftig einen EVP-Präsidenten an der Spitze der Europäischen Kommission haben werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.